Guck mal. Fuck, ich halte es nicht aus. Morgen, Jungs. Und Mädels, es geht weiter mit SCP Containment Breach. Und wow, der Fred spielt mal wieder SCP. What? Unglaublich. Ja. Ja, das ist ein Update, das konnte ich mir nicht entgehen lassen und da müssen wir jetzt nicht mehr rein. Da waren wir jetzt schon zweimal. Was? In die nächste Zone muss ich, ne? Ja, du kannst mal auf den Navigator gucken, dann kann ich dir sagen, wo es womöglich weitergeht. Da ist, denke ich mal. Obwohl, nee, ich glaube, da geht es nicht weiter. Da ist dahinter. Nee, aber einer von diesen Übergängen, also einer von diesen Räumen war auch ein Übergang. Aber geh nach oben. Ist jetzt nach oben? Nee, erstmal nach hinten und dann nach links irgendwann. Hä? Wieso? Pass auf, ich check das. Ja, kein Plan. Auf der Map, auf dem Ding. In welche Richtung läufst du jetzt? Richtig laufe ich. Oh Gott. So. Doch richtig, oder? Ja, in der Richtung kannst du probieren. Aber was hat es da eigentlich gerade angezeigt? Gefahr, 173. Gefahr. Bist du da? Oh, wow. Da war der 372. Heißt der so, ja? Ah, hab ich jetzt. Ist ja ein süßer Name. Okay. Ich würde auch gern 372 heißen. Kann ich aber jetzt vernennen, wie du willst. Aber 732 wäre auch nice. Oder 173. Oh, ich habe eine Karte in der Hand. Wieso das? Was, wieso 732? Keine Ahnung. Das war jetzt random, wie gesagt. Ich gucke später, was in SCP das ist. Wahrscheinlich gibt es gar Achtung, keinen. Pass auf, da kann er auftauchen. Auch wenn man nichts sieht, ne? Fuck, ist das eklig, das Geräusch. Ja. Na geht, na jetzt. Passiert schon nichts. Der hilft dir gar nichts. Ach, wir sehen ja jetzt alles. Ja. Ja, dann macht es aber erstmal Sinn, da lang zu laufen. Boah, das war ein. Nein, stell dir vor, das passiert mitten auf der Viererkreuzung. Ja. Das ist natürlich bitter. Na gut, du kannst dann immer noch in dieser. Da ist ja oben an zwei Stellen, an zwei Seiten, nochmal so einen Gang. Maske? Ja, müssen wir jetzt nicht unbedingt. Und? Virus. Beides haben wir schon gesehen, deswegen lassen wir heute weg. Die Maske muss eventuell an SCP-500, aber. Ja, ist okay. Hast du noch die Strange Bottle, oder? Die eine. Ja, die hat mich ja vorhin mal kurzzeitig geheilt. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das fest jetzt schon in der Flasche drin ist, nicht. Oder ob das in dem Moment, wo du es einnimmst, quasi random erst. Ich habe an an diesen Zustand gedacht vorhin, als ich das Safe Game geladen habe, vor 914. Also bevor du die Karten reinschmeißt, wenn du vorher speichern würdest, dann hat es ja ewig gedauert, bis wir die Omnicard hatten, ne? Ja. Und wenn dann das Safe Game lädst, bevor du die Karten gemacht hast, ob es dann jedes Mal genauso lange dauert, bis du die Omnicard hast, oder ob es dann einfach wieder eine neue Wahrscheinlichkeit gibt. Das ist die Frage. Aber da müsste man wissen, wie das Spiel programmiert ist. Musst du deep inside the code gehen. Liegt der eigentlich offen, der Code? Weiß ich nicht. Haben wir, glaube ich, das Mal schon mal gefragt. Ja, stimmt, ne? Warte, was war jetzt? Dann hat Alex B. nicht drauf geantwortet. Oh Mann, Alex. Alex B., alle Fragen, die an den Entwickler dieses Spiels gehen, gehen automatisch auch an dich. Ich weiß nicht, ich kann mich entscheiden. Ich gehe da lang. Oh Mann! Fehlentscheidung. Maus. Back. Ich bewege sie einfach gar nicht. Das war aber echt schön, als er so manchmal nach oben geguckt hat. Komm, geh zu. Ja, gibt es im Forum irgendwie einen Thread? Einen Fred? Feedback oder was? Nee, wo man halt so Vorschläge, Änderungsvorschläge machen kann. Oder rumjammern kann. Ja, dann würde ich nämlich mal sagen, ich will wieder, dass man die Items alle übereinander droppen kann in einem VD. Oh, oh, oh. Ich geh durch, mir wurscht. Was? Wo bin ich? Guck mal, da ist ein Schild. Ich. Guck mal auf das Schild, bitte. Bin erstarrt vor Angst. Oh mein Nein, Gott. Nein, das ist der böse Arsch. Geh mal bitte näher hin. Ich will's sehen. Object Class Euclid. Oh, ich krieg das schaut aus wie Darth Maul irgendwie. Ja. Ja, speicher und geh rein. Da links war das so eine Tür. Was ist eine Omnicard? Ich höre ihn. Something real. Next.
Nee, das ist da drin. Ja, ist wurscht, mach auf. Oh Gott, die Tür ist offen. Guck mal, ich halte es nicht aus. Ja, ob da ein Dokument, wo das spielen, ob da ein Dokument oder so rumliegt. Ist der unsichtbar? Und atmet mir so an den Nacken so. Keine Ahnung. Da geht's nochmal rein. Noch eine Tür, ja. Hör auf mich anzuatmen, du Sau. Ring? Vielleicht? Du stinkst aus dem Mund, hör auf. Oh, da ist ein Ding. Eine Hand? Nee. Ah, nee, was ist das? Goggle. Ah. Nein! Nein! Glaubst du, dass man damit sieht? Du musst vor allem erstmal Batterien. Oh mein Gott. Das sind mehrere, oder? Ja, aber ich glaube, der macht auch nichts, oder? Der eine ist außerhalb und der andere. Ja, wenn die nichts machen. Ich meine, so, die schauen zwar ein bisschen mies aus, aber. Ja, wir sind nicht in alle Räume rein, ne? Ja, Sleeping Killers heißen sie. Das heißt, die machen dir nichts, solange du nicht schläfst. Ja, wie schlafe ich denn? Mit der Strange Bottle? Ja, vielleicht dadurch, dass die dich anhauchen, dass du mit der Zeit vielleicht müder wirst. Oder sind da noch mehr? Ah, das ist ein Ding, ne? Da gibt es mehrere Wege, wo du lang gehen kannst. Schau. Wenn du hier schaust. Kannst entweder geradeaus oder nach links. Ja, meinst du, das ist damit einkalkuliert oder zählt das alles als einen Raum? Nee, da geht's jetzt in den nächsten. Ah, okay. Kann man die rauslassen? Schau mal, geh die mit. Mach die Tür lieber zu. Jetzt hast du die Night Vision Goggles, das könntest du eigentlich nochmal bei dem Ding. Oder willst du es lassen? Wohin? Zu den Lichtern. Warum habe ich vorhin so... Ach so, ja. Die machen schon irgendwas, oder? Oh Scheiße, jetzt kommt der Spack. Ich glaube nicht, dass die was machen, solange du bei Bewusstsein bist. Oh! Oi! Computer! Das ist ja geil. Was heißt das? Der sagt dir im Prinzip, dass du zu dem Computer gehen sollst. Der mit dir spricht. Ja, aber. Wo? Den hatte ich doch vorhin schon. Ja, der Computer 0. Aber hier. 0, oder? Nee, den hatten wir noch nicht. Haben wir noch gar nicht doch, habe ich gesehen. Echt? Ganz sicher, ja. Bin gar nicht aufgefallen. 100%ig. Ja, da kommst du eh noch nicht rein, bevor du nicht den Electrical hast. Da, der ist rechts. Ja, vielleicht kann man da jetzt. Ich weiß nicht, warum soll er das sonst sagen? Ja, weil du das schaffen musst, um Gate B AI.org. F3. Ja. Oder ist es neu, dass man jetzt einfach reinkommt, schau? Ja, da kommst du rein. Aber die Tür drin, ja. Hast du den Ring? Ja, hast du. Ach Mann, ja, ich hab den Ring on. Kann der uns was machen mit dem Ring? Ja, ne? Ja. Zwirbelt sich hoch, schau mal. Hä, schaut der jetzt bösartig aus? Mach mal die Ding weg. Oh, ein Arsch. Schau mal, ob er nach dir greift. Nee. Aber er grenzt jetzt nicht mehr so arg, ne? Ja, aber er hat so einen komischen grauen Kopf. Das ist random. Ah, ich bin so blöd. Oh, da kommt er schon, der ist ja schnell. Ob der jetzt grenzt oder nicht. Ich hab den Ring noch an. Alles gut. Ich höre seinen Atem schon. Oh oh, da war 173 vorhin noch nicht selber. Wer ist mit dabei? Lauf nur geradeaus. Ja. Das ist der beste Weg. Mhm. Hör doch auf, blöde Sau. Ja, ich glaube, weiter geht's nicht. Ja, was fehlt denn jetzt noch? Ja, wir haben ja alle gesehen. Wir haben schon alle gesehen.
1048A. Das ist der mit den Ohren wahrscheinlich. Ah ja, okay. Ja, toll, was machen wir jetzt noch? Ja, weiter. Oder nochmal versuchen. Nee, schau mal, ob du ein Dokument über die Dinger findest. Was ist da drin? Nee, nimm das Ding mal mit, auf jeden Fall. Sag mal die Items, die du hast. Schlüssel hast du, okay. Cool. Dann. Was? Wieso greift es dich jetzt plötzlich doch an? Weil ich dagegen gerannt bin die ganze Zeit wahrscheinlich. Hör auf mich zu schlagen, Mann. Hä? Wieso? Wieso? Was mache ich denn euch? Wieso haben sie mich vorher nicht angegriffen? Schon mal der ist schon halb am Durchkommen. Scheiß Ring, ich tipp. Strange Bottle. Na. Schlafe ich jetzt ein? Ja. Schlaf doch ein, komm. Oder sterbe ich jetzt schon? Soll ich machen? Nix mehr. Du wirst einmal gut geprügelt. Okay. Na, war es das jetzt oder was? Ja, ich hab gesagt. Wir haben ja jetzt schon wieder richtig viel gesehen. Na gut. Nächstes Mal können wir dann schauen, vielleicht, ob wir dann von dem Safe Game bis zum Ende kommen. Falls es bis dahin nichts Neues gibt. Ja. Die machen einfach weiter. Aber irgendwie macht es mir nichts. Du hältst aber auch voll viel aus, ne? Ich glaube, vielleicht macht das einem gar nichts. Wobei ich blute. Ja. Ja, dann stirbst du aber vielleicht an den Blattlos einfach und nicht an den Verletzungen, die der. Na, schreibt eure Kommentare zu der neuen Version, was ihr davon haltet. Und zu den neuen ACPs, was ihr davon wisst. Aber ich muss es sagen, ein bisschen bin ich enttäuscht. Also ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Ja, ich habe jetzt gedacht, die sind richtig mies, aber die schauen voll harmlos aus, diese Clowns irgendwie oder so. So krallen ein bisschen. Ja, jetzt kommt der noch. Ist egal, wir machen jetzt an der Stelle Schluss ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt geschmeidig. Jo, bis dann. Tschüss.